Mindset ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Mindset sind unsere Gedanken, die Dinge, die wir als Standards akzeptieren, die Dinge, die wir annehmen, die Dinge, die wir glauben. Das ist letztendlich Mindset. Herzlich willkommen hier bei der A&M. Heute geht es um ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, nämlich um das Thema Mindset und um die Dinge, die dich davon abhalten, auf die nächste Stufe zu kommen. Und Alex, du kannst ja mal ganz kurz einleitend beginnen. Was ist eigentlich Mindset und warum ist es so wichtig? Ja, letzten Endes, Mindset ist eigentlich das Wichtigste überhaupt. Mindset sind unsere Gedanken, die Dinge, die wir als Standards akzeptieren, die Dinge, die wir annehmen, die Dinge, die wir glauben. Das ist letztendlich Mindset. Und diese Dinge bestimmen natürlich letzten Endes auch, was wir haben. Ne? Weil dadurch, durch die Sachen, die wir glauben, werden wir bestimmte Dinge halt tun, bestimmte Dinge auch nicht tun. Und werden bestimmte Dinge haben, bestimmte Dinge auch nicht haben. Das ist eigentlich ganz einfach. Mindset heißt ja übersetzt sowas wie Glaubenssätze, ne? Oder beziehungsweise auch. Ja, Glaubenssätze trifft es gut. Glaubenssatz oder manchmal kann man auch sagen, das ist so Kopfsache, ne? Mhm. Das sind so Themen, die eben im Kopf sich abspielen. Und letzten Endes ist es so, meistens merkt man, man spricht ja auch häufig von Mindset-Problemen, ne? Ja. Meistens ist es so, oft weißt du ja, was für Dinge du machen musst, ne? Aber du machst sie trotzdem nicht. Ja. Also du weißt eigentlich, was richtig ist, was du eigentlich machen solltest, machst sie aber aus irgendeinem Grund nicht. Und du findest immer eine gute Begründung, warum du sie nicht gemacht hast. Genau, aber irgendwie stört es dich auch. Ja. Aber du weißt auch, ich müsste eigentlich was machen oder viele machen das so, aber ich mach's nicht. Und das sind dann meistens Mindset-Probleme, ne? Ja. Und die Problematik ist halt, dass Mindset-Probleme, die halten dich halt von sehr, sehr vielen Dingen ab im Leben. Ne? Also nicht nur im Geschäft, sondern auch im Leben, aber hauptsächlich, hier geht es ja hauptsächlich um das Geschäft, aber am Ende ist das Geschäft auch nur ein Abbild deiner eigenen Gedanken. Exakt, exakt. Das Geschäft bist du letzten Endes. Ja, also alles, was sich in deinem Betrieb abspielt, ist letztendlich ein Spiegel der Gedanken des Chefs, kann man sagen. Ne? Ja. Wenn der Laden chaotisch ist, dann ist meistens auch der Chef chaotisch. Ja. Ne? Wenn der Laden sehr strukturiert und zahlengetrieben ist, dann ist meistens auch der Chef sehr strukturiert und zahlengetrieben. Wenn das Unternehmen ein sehr gutes Wachstum hinlegt, dann ist der Chef wahrscheinlich auch jemand, der vorangeht und der eben nicht so viele Mindset-Probleme wahrscheinlich hat, weil er eben weiß, wie er die auflöst oder auch die Ressourcen zur Verfügung hat, diese Mindset-Probleme aufzulösen. Und darum geht es auch hier jetzt genau in diesem Video, oder in dieser Reihe auch, nämlich diese Mindset-Probleme oder Mindset-Themen auch mal anzusprechen und zu erklären, was da die Hintergründe sind. Aber wir wollen in diesem Video einfach erstmal darüber aufklären, warum ist eigentlich Mindset so wichtig und was ist Mindset eigentlich? Und genau, und wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate immer wieder neue Themen da reinbringen, wo wir einfach merken, das ist ein Thema, das hält ganz viele Leute vom nächsten Level ab, von dem ab, was sie vielleicht wirklich möchten. Und übrigens auch zu überlegen, was ich wirklich möchte, kann ein Mindset-Problem sein. Da kommen wir aber auch später nochmal zu. Wenn man sich doch sehr stark im Kopf beschränkt. Ja. Das Interessante ist halt, dass man meistens gar nicht selber weiß, was für Mindset-Probleme man hat. Also in der Regel weiß man es nie, sondern man wird von außen durch äußere Impulse darauf gestoßen. Und das ist auch genau der Grund, warum du dranbleiben solltest und auch auf jeden Fall die nächsten Videos und Folgen schauen solltest. Weil einfach wir dir gewisse Gedankenimpulse geben werden, wo du wahrscheinlich auch eigene Mindset-Probleme bei dir selber identifizieren wirst, wo wir reingehen, die wir bearbeiten. Ja, das ist wie, das ist Arbeit, da durchzugehen durch seine eigenen Mindset-Probleme, weil man hat im Prinzip erstmal so eine gewisse Ablehnung, weil man sagt, naja, das mache ich ja schon oder nee, das bin ich ja schon oder nee, so das mache ich schon so und das weiß ich auch, dass es so richtig ist. Aber wenn man dann wirklich mal im Detail reinhört, dann merkt man, naja, so ganz Unrecht haben die nicht oder so ganz falsch ist der Gedanke nicht. Also heißt ja nicht immer, dass wir sozusagen die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber wir haben ja auch viele Gedanken oder viele Inputs und wissen auch, was bei anderen Partnerbetrieben bei uns sehr, sehr gut funktioniert. Andere Vorgehensweisen, andere Gedanken, andere Mindsets am Ende. Und diese Gedankenimpulse, die wollen wir hier natürlich mit dir dann auch teilen, wo du dann sagen kannst, ja, okay, da ist was für mich dabei gewesen, da muss ich mir eingestehen, das ist so. Ne? Ja, und du musst im Endeffekt einfach immer klar machen, dein Mindset bestimmt halt, wie du lebst. Ne? Und alleine aus diesem Aspekt solltest du auf jeden Fall dich mit diesen Sachen auch beschäftigen, aktiv beschäftigen. Weil du feststellen wirst, dass viele Probleme, die du gerade im Alltag hast, eigentlich nur in deinem Kopf existieren. Und das macht es auch sehr viel angenehmer, weil du plötzlich merkst, du hast die Kontrolle, die ganze Zeit. Ja. In diesem Sinne, ich würde sagen, freuen wir uns auf die Reihe. Wir freuen uns auf die nächsten Videos und freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist. Damit du nichts verpasst, abonniere gerne, lass ein Follow da, schreib auch gerne Themen rein, vielleicht, wenn du welche hast, die dich bewegen.
Da freuen wir uns natürlich auch immer über euer Feedback. Oder wenn du sagst, ja, da habe ich mich wiedererkannt, dann in den nächsten Folgen. Mach das gerne. Wir lesen das Ganze auch immer persönlich durch und interagieren da auch gerne mit dir. Ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.